Halleluja, ich freue mich, denn ich darf heute dieses ermutigende Zeugnis mit dir teilen zum Thema Sprachengebet. Liebe Maike, angeregt durch deine Videos fing ich an, mich mit dem Thema Sprachengebet zu beschäftigen. Ich hatte viele Videos gesehen und schlief gestern Abend nach einem kurzen, normalen Gebet mit einem kurzen Sprachengebet, was einfach plötzlich über mich kam, ein. Das war das erste Mal und es fühlte sich gut an. Es erbaute mich. Aber ich machte mir keine weiteren Gedanken darüber. Dann heute Abend aber schaute ich wieder ein paar Videos dazu, um mir klar zu werden, wie ich das nun wirklich so finde. Dann ging ich unter die Dusche, wo ich mich etwas unwohl fühlte, da ich alleine im Haus war. Ich betete wie früher als Kind unter der Dusche, kam aus der Dusche und betete in Gedanken weiter, und dabei kamen automatisch die Worte Holo Mani Solo. Auch dabei dachte ich mir nichts. Ich trocknete mich weiter ab, bekam aber den Impuls, mir die Worte zu merken, um sie später nachschauen zu können. Auch dabei dachte ich mir noch nichts und verdrängte den Impuls ein wenig. Aber da er doch erneut und deutlicher kam, schaute ich letztendlich nach, wobei ich immer noch fest davon überzeugt war, dass ich keine Bedeutung finden werde, denn für mich ist das Sprachengebet einfach eine Herzenssprache, die man nicht verstehen muss. Doch nun fand ich Folgendes im Internet. Mani kommt ursprünglich aus dem Sanskrit und bedeutet Gebet. Auch im Islam übrigens einer von 99 Namen Gottes bedeutet Beschützer, Verhinderer. Holo? Ganz, völlig, vollständig. Solo? Allein, alleinig, einzeln. Ich glaube, mehr brauche ich jetzt nicht dazu zu schreiben. Ich war überglücklich und dankte Gott. Herzensumarmung aus Tirol. Ich freue mich besonders über Zeugnisse wie dieses, was du hier zum Heiligen Geist gehört hast. Auch ich musste nämlich den Heiligen Geist erst richtig kennenlernen, bevor es so richtig losging mit einem Königreich Jesu hier auf Erden in Wort und Kraft. Der Heilige Geist ist hierfür der Schlüssel, Kraft, Dynamis. Und das weiß der Teufel. Er hat kein Interesse, dass wir den Heiligen Geist kennenlernen, denn dann hat er so richtig verloren. Denn uns ist die Macht gegeben über die ganze Kraft des Feindes. Das sagt uns Jesus zu. Und ich habe zum besseren Kennenlernen des Heiligen Geistes genau deswegen im Laufe meiner Dienstjahre bestimmt um die 100 Videos alleine zum Thema, die den Heiligen Geist betreffen, erstellt. Sei es zur Sprachenrede, zum Umfallen unter der Kraft Gottes oder anderen Gaben. Ich habe eine eigene Videoserie erstellt, die heißt Den Heiligen Geist kennen. Oder eine eigene Videoserie zur Erweckung in der Azusa Street. Ich habe viele Predigten und Dokumente zur Verfügung gestellt, um Verunsicherungen aus dem Weg zu räumen und Fragen zu klären, damit du freigesetzt wirst. Und ich bin dankbar, denn der Heilige Geist benutzt genau dieses ganze Material, um durch das Material, um Videos, um durch die Predigten, um durch die Dokumente, um Blogartikel, um all das hindurch zu wirken. Denn der Heilige Geist ist außerhalb von Raum und Zeit. Und genau das erlebe ich ja, außerhalb von Raum und Zeit. Denn genau deshalb bekomme ich ja so viele ermutigende Zeugnisse, wie Menschen freigesetzt werden. Halleluja! Und ich hoffe und ich bete, dass auch bei dir heute ein Bäm vom Heiligen Geist mit genau dem, was du brauchst, passiert. Und wenn ja, dann schreib es mir bitte, dein Zeugnis, an info@netzwerk-c.de.